Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Galaktischen Föderation. Wir, von der Galaktischen Föderation, sehen eure aktuelle Krisenzeit als einen Wendepunkt, der nun zu einer Beschleunigung der Veränderungen führen wird, und der lang erwartete Weg zum Aufstieg wird sich öffnen. Die ganze Zeit über reagiert ihr physischer Körper auf die neuen Energien, und für einige von ihnen wird es einen bestimmten Heileffekt geben. Langfristig wird sich alles ändern, wenn sie auf die endgültige Erhebung vorbereitet sind. Jeder große Schritt nach vorne befähigt diejenigen, die geführt werden, und täglich wächst eine große Armee des Lichts. Ihre zunehmende Fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen, bringt auch die Vorsicht mit sich, ihre Gedanken voll im Griff zu haben. Wie Sie wissen, folgt Energie dem Gedanken und es würde Sie nicht ehren, wenn Sie in irgendeiner Weise negativ wären. Sie haben ständig nach Anzeichen für Veränderungen gesucht, die Ihnen zeigen, dass Ihre Bemühungen erfolgreich sind, und in den nächsten Monaten werden diejenigen von Ihnen, die sensibel und anspruchsvoll sind, ihren Beweis finden. Sie erfüllen die von Ihnen übernommenen Aufgaben und wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um einen schnellen Abschluss dieses Zyklus sicherzustellen. Es stehen noch große Zeiten bevor, und Ihre unermüdlichen Bemühungen werden Ihnen die Manifestation des neuen Zeitalters, Ihres goldenen Zeitalters, bringen. Ich bin von der Galaktischen Föderation und zusammen mit meiner Gruppe vom Sirius und anderen Mitgliedern der Föderation bin ich sehr aufgeregt und freue mich für Sie. Sie erreichen das, was Sie sich vorgenommen haben, mit einer wunderbaren Begeisterung und Liebe für Ihre Brüder und Schwestern. Wir, von der Galaktischen Föderation, senden Ihnen ebenfalls immer unsere Liebe und sind immer da, um Ihnen zu dienen. Wie schön ist es, zu dieser Zeit auf die Erde zu schauen. Wir, von der Galaktischen Föderation, sehen dich als funkelnde Diamanten am Firmament und das Licht scheint für alle sichtbar. Plejadische Botschaften und Lichtbotschaften der Galaktischen Föderation gibt's auch als Buchform, die du unter dem Video findest. Wenn du in der Bewusstseinsebene schneller aufsteigen möchtest, dann werden diese Bücher dringlichst empfohlen. Bitte abonniere auch den Sicherheitskanal von Ashtashiran. Die Veränderung von vor wenigen Jahren ist wirklich bemerkenswert, und sie haben die Gelegenheit genutzt, sich weiterzuentwickeln, indem sie sie auf die Erde gebracht haben. Was sie in Bewegung gesetzt haben, ist eine unaufhaltsame Kraft, die alles mit sich trägt. Es finden so viele subtile Veränderungen statt, dass viele, die nichts davon wissen, dennoch ihre Wirkung spüren. Wenn wir sie beispielsweise an Bord unserer Raumschiffe bringen würden, wäre eines der ersten Dinge, die sie bemerken würden, das Gefühl völliger Ruhe und Harmonie. Dies sind Schwingungsniveaus, die sie auf der Erde noch nicht erreicht haben, obwohl sie sie als Individuen manchmal in besonderen Momenten erreichen. Wenn sie in unsere Atmosphäre kommen, werden sie beeindruckt sein. Wenn sie in Gruppen zusammenkommen, können Gleichgesinnte ein ähnliches Niveau erreichen, aber sobald sie sich auflösen, geht es verloren. Sie wären überrascht, welchen Unterschied es zur Erde gibt, wenn ihr Raum ständig von niedrigeren Energien heimgesucht wird. Das Wichtigste auf der Erde ist, dass sie durch das Einbringen einer höheren Schwingung eine Erhebung verursachen, die einen allgemeinen Nutzen für alle hat. Allmählich spüren jene lieben Seelen, die eine Zeit lang geschlafen haben, Veränderungen in sich. Es kann für sie beunruhigend sein, wenn sie anfangen, einen Verlust der Selbstkontrolle zu spüren. Es liegt jedoch in ihrer Fähigkeit, zu dem zu erwachen, was geschieht. Sie als Menschheit sind eine Kraft, mit der man rechnen muss, auch wenn sie sich nicht genau mit dem identifizieren können, worauf wir uns beziehen. Ihr Potenzial wurde vor Äonen gesehen und es ist so aufregend, die Erfüllung zu sehen, und sie sind wirklich großartige Wesen. Sie können leicht zu den Veränderungen in sich selbst gelangen, wenn sie mit dem Liebesstrom gehen, ohne zu hinterfragen, was passiert. Wenn du jedoch Wissen und Weisheit suchst, ist es in dir, auch zusammen mit Führung ohne. Wenn du mehr ein Lichtwesen wirst, kannst du sozusagen ohne Angst in die Höhle des Löwen eintreten. Der Glaube an sich selbst ist von größter Bedeutung für ihre Fähigkeit, das Licht zu tragen und ihr Vertrauen angesichts der Bemühungen der dunklen Mächte, sie zu verunsichern, aufrechtzuerhalten. Sie geben niemals ihre wahnsinnigen Pläne auf, die Kontrolle zu behalten, und jetzt sehen sie, wie sie davon rutschen. Was sie sehen, ist der letzte Vorstoß der Dunkelheit, um die Kontrolle zu behalten. Seit Jahrtausenden haben sie ihren eigenen Weg und haben sie dazu gebracht, ihren luziferischen Edikten zu gehorchen. Sie haben dir die niederen Energien reflektiert, die lange, lange Zeit auf der Erde vorherrschten. Es ist daher angemessen und in der Tat notwendig,
dass sie maßgeblich an deren Löschung beteiligt sind. Es ist alles in deinen notwendigen Erfahrungen, und du wirst weitaus größere Wesen dafür sein. Sie werden ohne Zweifel wissen, wann sie weitergezogen sind, und werden feststellen, dass sie die Fähigkeit haben, in absoluter Ruhe und Ausgeglichenheit in ihrem eigenen Raum zentriert zu bleiben. Andere werden ihre friedliche Miene bemerken, und ihre bloße Anwesenheit bei anderen wird eine erhebende Wirkung haben. Sogar deine Worte werden die Energie tragen und sie werden alle lebenden Formen beeinflussen. Sie können für jemanden, der sich krank oder niedergeschlagen fühlt, wie ein Stärkungsmittel sein. Änderungen werden von egozentrischen Personen nicht begrüßt, da sie dadurch aus ihrer Komfortzone her ausgeführt werden. Es wird jedoch keine Ausnahmen von den Unterschieden geben, die die höheren Energien machen. Die Energie drängt sich niemandem auf, aber wenn sie das Licht in irgendeiner Weise tragen, scheint es sich an sie zu binden und so eine Ausrichtung herbeizuführen. In solchen Angelegenheiten gibt es und wird es immer freie Wahl geben. Höre deswegen auf die galaktische Botschaft für euch Kinder der Sternensaat. Denn wir sind alle kosmische Schwestern und Brüder. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den sirianischen Worten, Shakara Umselum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.